hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Wolfgang. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Blossom Goodchild, Föderation des Lichts, Botschaft vom 15. Juli 2019, übersetzt von Emmy X. Blossom, guten Morgen, fahren wir fort. Ihr habt oft von Topsy-Turviness oder Upside-Downness wie Kraut und Rüben auf den Kopf gestellt und hochs und tiefs, drüber und drunter gesprochen. In unseren Nachrichten wurde bekannt gegeben, dass der Kopf der größten Kinderhandelsorganisation der Welt verhaftet wurde, was dazu führen wird, dass viele Prominente wegen abscheulicher Verbrechen entlarvt werden. Ist es das, wovon ihr gesprochen habt? Ich danke euch. Föderation des Lichts, willkommen, liebe Seelen. Wir sind euren Gedanken und Gefühlen immer näher gekommen, denn je näher wir uns mit euch allen verbinden können, desto mehr können wir die Dinge aus irdischer Sicht verstehen. Wir sind in der Lage, deine Gedanken klarer zu lesen, jetzt da sich die Energien stabilisieren und verbinden. Blossom, stabilisieren sie sich? Das ist nicht unbedingt so, wie es sich anfühlt. Föderation des Lichts, ja, die Anfänglichen sind diejenigen, die einen klaren Weg eingeschlagen haben. Doch die eingeströmten Energien werden weiterhin einen Fluss fortsetzen, der das Jetzt filtert, um dich hochzuheben, um dich aufzubauen und den Weg zu ebnen. Wir werden uns in erster Linie mit deiner Frage befassen. Das ist in der Tat das, worüber wir gesprochen haben. Die Verhaftung dieses Herrn wird die größte Dose ranziger Würmer öffnen und Bewegungen aufdecken, die man in seinen dunkelsten Albträumen unmöglich heraufbeschwören könnte. Deshalb flehen wir dich an, dass du halte an deinem Licht fest, um in deinen wahren Farben zu leuchten. Denn wenn solche Nachrichten präsentiert und der Öffentlichkeit zur Kenntnis gebracht werden, wird es sicherlich notwendig sein, dass ihr das tut. Für eine Weile wird eine große Auslese mit sich bringen, was sein kann und was nicht. Denn in der Tat werden viele so entsetzt sein, dass die Möglichkeit eines großen Aufstands unter den Menschen besteht. Wie wir gesagt haben, werden die Leute nicht wissen, was sie glauben können, was wahr ist. Denn vieles wird für einen Menschen buchstäblich unmöglich erscheinen, um sich auf ein solches Niveau zu begeben. Es gibt viele Prominente, die um ihr Leben fürchten und nicht wissen, wo sie sich verstecken sollen, um in Sicherheit zu sein. Jedoch ist es Gesetz, dass du erntest, was du siehst, und wir können sagen, dass einige der Samen, die von sogenannten Statusmenschen gesät wurden, weit von dem, was man erwarten würde oder könnte, entfernt sind. So viel ist zu enthüllen, und wenn es soweit ist, dann wird sich jeder für noch etwas anderes öffnen. Denn nicht nur innerhalb des genannten Kindesmissbrauchshandels wird es herauskommen. All dies wird dazu führen, dass die Manipulation deines Volkes aufgedeckt wird. Wir würden sogar so weit gehen zu sagen, die Sklaverei deines Volkes. Diejenigen mit viel Macht und Geld haben ihre Position ausgenutzt und jetzt müssen sie sich mit den Folgen auseinandersetzen. Wir können ohne Zweifel sagen, es wird kein schöner Anblick sein. Blossom, es klingt alles ziemlich schrecklich und doch habt ihr uns schon lange darauf vorbereitet und jetzt scheint es, dass es hier ist. Föderation des Lichts. Und deshalb, liebe Blossom und ihr alle, haben wir euch weiterhin mit unserer Liebe überschüttet und das wesentliche Bedürfnis für euch geäußert, das Licht zu entdecken, das du bist. Denn ohne dieses Wissen in euch selbst wird es sehr schwierig sein, mit den kommenden Tagen fertig zu werden, denn sie werden euch wie eine Tonne Steine treffen. Bitte wisst, dass wir nicht versuchen, negativ zu sein. Wir bereiten euch nur vor.
denn das ist keine Kleinigkeit, die einfach weitergehen wird. Dies ist der Beginn der Veränderung, auf eine Weise, die greifbar erfahrbar ist. Es wird kein »Nun, ich werde es glauben, wenn ich es sehe« mehr geben, denn, wie die bereits stattgefundenen Prozesse gezeigt haben, gibt es kein Zurück mehr und eure Welt ist im Begriff, sich auf den Kopf zu stellen. Noch einmal, es ist unser Ziel, die zwingende Notwendigkeit für dich zum Ausdruck zu bringen, deine Kraft durchscheinen zu lassen. Wenn Dinge herauskommen, wenn Seelen nicht mit diesen Dingen umgehen können, dann musst du dich daran erinnern, wer du bist und warum du gekommen bist. Dann sei du es, der dir das immer wieder selbst sagt, immer und immer wieder. Ich bin das Licht. Ich bin die Liebe. Ich bin. Wiederholt dies immer wieder in eurem Sein, denn es wird euch nicht nur Kraft geben, es ist der Ruf, der ins Jenseits hinausgeht, um eure Stammesgruppen zusammenzubringen und wie eine zu sein, eine vereinte Seele der Liebe. Und durch dieses Wissen werdet ihr ermutigt werden und ihr werdet die Liebe und den Rückhalt von allen Engeln und Lichtwesen und Quellen aus anderen Welten spüren. Denn auch sie haben darauf gewartet, diesen Ruf zu hören, von euch. Ich bin das Licht, ich bin die Liebe, ich bin. Milliarden von Lichtkräften von überall werden deinem Ruf folgen und kommen, um sich dir anzuschließen. Auch sie haben sich auf diese Zeit vorbereitet. Und es ist hier, ihr Liebsten, es ist hier. Blossom: Absolut toll! Mein Herz ist ganz aufgeregt. Darf ich fragen, wo ihr in all dem steht? Nur für den Fall, dass wir uns hochbeamen müssen. Föderation des Lichts, wir sind zu 100% bei euch, auf allen Wegen. Denn darauf haben wir dich vorbereitet. Wir haben sicherlich nicht nur das Gefühl, dass wir unsere Arbeit getan haben und dann weg sein werden. Blossom, das ist sehr nützlich zu wissen. Föderation des Lichts, wir werden dort sein, wo wir immer waren, in euren Herzen. Blossom, ich schätze, was ich meine ist, dass in all dem, wenn all diese Gräueltaten offengelegt werden und Aufstände und Umstürze und so weiter stattfinden, können wir von euch irgendeine greifbare Hilfe erwarten? Föderation des Lichts, es wird tatsächlich Zeichen dafür geben, was kommen wird, Zeichen nicht nur von eurem Himmel, sondern auch durch andere Phänomene. Wir stehen gemeinsam darin. Blossom, wenn ihr andere Phänomene sagt, was meint ihr damit? Föderation des Lichts, damit, mit dieser Kraft, die ihr hervorbringt, werdet ihr euch auch erlauben, tiefer in euer wahres Sein einzutreten, das euch mit Kräften und Fähigkeiten versorgen wird, die bisher geschlafen haben. Blossom, verflixt! Ich wusste, dass ich mein Superfrau-Outfit nicht hätte wegwerfen sollen. Föderation des Lichts, psychische Fähigkeiten, heilende Fähigkeiten, Wissen, von dem du nicht wusstest, dass du es hattest, wird im Mittelpunkt deiner täglichen Handlungen stehen. Es wird so aussehen, als ob das Training vorbei ist, mangels einer Art und Weise, es zu beschreiben, und ihr Lichtkrieger seid jetzt bereit, auf das Feld zu gehen. Du hast dich so lange darauf vorbereitet. Du hast so gründlich gewartet. Du hattest Zeiten, in denen du dachtest, dass du aufgeben und nachgeben würdest. Doch hier bist du. Bereit. Du bist bereit. Alles ist in Ordnung. Dieses Warten war relevant für die Puzzleteile, die an Ort und Stelle platziert wurden, und das Bild, wenn auch nicht das Schönste, ist vollständig. Jedoch lasst uns sagen, und das ist von großer Bedeutung, obwohl sich das, was offenbart wird, so düster und überwältigend anfühlen wird, denn es wird euch den Verstand rauben, ihr Lieben.
Wisse mit jedem Partikel deines Seins, dass das, was geschieht, notwendig ist. Es muss getan werden. Es muss in die Öffentlichkeit kommen. Es muss gelöscht werden, damit ihr euch in das goldene Land bewegen könnt. Du bist jetzt darin. Doch die Dunkelheit muss jetzt für immer verschwinden. Und das wird sie auch. Sie offenbart sich dir, öffnet sich für dich. Die goldene Ebene des Lichts, in der ihr jetzt frei leben könnt. Die goldene Ebene der Liebe, die seit Äonen von Jahren auf eurem Planeten vergraben war. Die rechtmäßige und passende Energie deiner göttlichen Mutter Erde ist wieder da, um sich selbst zu halten, um zu erstrahlen, zu gedeihen, zu träumen, zu lieben, zu sein. Liebe Seelen, seid ihr selbst. Der Moment der Herrlichkeit ist über euch. Wie wir gewartet haben, genau wie ihr, um so nah dran zu sein. Blossom, ich kann die Energie spüren, die durch mein Sein strömt. Irgendwelche anderen Vorschläge? Föderation des Lichts, vertraue deiner Intuition. Frag dich selbst, ob das, was dir präsentiert wird, Wahrheit oder Lügen sind. Tue dies, indem du ein paar tiefe Atemzüge machst und fühlst, was dein Herz dir sagt. Das ist der einzige Weg für dich, es zu wissen. Blossom, manchmal habe ich versucht, das zu tun und bin immer noch unsicher. Föderation des Lichts, dann atme noch etwas mehr. Setz dich noch ein wenig länger damit auseinander und bitte darum, dass die Antwort von dir gefühlt wird. Es kann viele Konflikte und Diskussionen zwischen vielen geben, was Wahrheit ist und nicht nur das. Die richtige Art, damit umzugehen. Denn so viel Wut und Hass wird für viele an die Oberfläche kommen. Und es sind dein Licht und deine Liebe, die diese Energien ausgleichen müssen. Wir erwarten nicht, dass du dies nicht auch selbst erlebst, denn es wird viel in deine Wissensdatenbank eingespeist, um das Gesamtbild zu verstehen. Und es wird noch mehr Verständnis erfordern, um von Herzen vergeben zu können. Blossom, ja, ich weiß, es mag schwierig sein zu verstehen, woher diese Wesen kamen, um überhaupt eine Vorstellung von bestimmten Verhaltensweisen zu erwecken, geschweige denn, um ihnen einfach vergeben zu können. Föderation des Lichts, dürfen wir euch dann aber ein generelles Verzeihen vorschlagen? Biete die Energie der Vergebung als Ganzes an, für alles, das stattgefunden hat, für alle, die dieser Liebe bedürfen. Vielleicht konzentrierst du dich nicht auf ein bestimmtes Ereignis. Sollte es sein, dass dein Verstand das zu schwierig findet, dann sende, wie wir es nennen, liebevolle Vergebung aus, als ein Ganzes, für das Ganze. Blossom, ich danke euch. Ich denke, dass viele von diesem Vorschlag profitieren können. Föderation des Lichts, wieder sagen wir, das ist der Weg in deine Freiheit. Also in den schwierigsten Zeiten, zu wissen, dass das Ergebnis vom für das höchste Wohl ist. Dieses zu sein, wird es dir ermöglichen, den Frieden auf deinem Planeten zu erkennen, den sie, die Erde, so lange nicht mehr gefühlt hat, so lange, bis dieses Gefühl fast vergessen war. Doch es wird wie in einem Märchen sein, als ob ein Zauber aufgehoben worden wäre und das Land wird wieder Blossom, voller Sonnenschein, Süßigkeiten, Lollis und Regenbögen? Föderation des Lichts, oh, und noch viel mehr, Blossom Goodchild, so viel mehr. Blossom, wow, eine Welle der Liebe, die gerade über mich gespült worden ist, die so stark war, dass mir die Tränen kamen. Föderation des Lichts, dann stellt euch vor, stellt euch, ihr Lieben, die Liebe vor, die ihr erleben werdet, wenn die unermesslichste Welle der Liebe
über und zu euren Planeten fließt, alles, was in und auf ihm liegt, mit allem, was er ist, zu überschütten. Liebe ändert alles, alles für immer. Sie wird im göttlichen Moment ankommen, wenn sie am stärksten in der Lage ist, dies zu tun und alles zu befreien. Blossom, viele fragen sich, ob dies die Sonneneruption ist, von der viel gesprochen wird. Föderation des Lichts, es ist Teil des Ganzen. Wir haben schon einmal davon gesprochen, dass deine Sonne, der du dir bewusst bist, das Tor zur göttlichen Quelle ist. Deshalb muss diese göttliche Welle der Liebe aus dem Inneren kommen. Also ja, wir bestätigen, dass es in der Sonneneruption, die kommen wird, eingebunden ist. Blossom, im Innern eingebunden, was bedeutet? Föderation des Lichts? Genau das, ein Teil von alles, was damit zu tun hat. Denn sobald diese Welle zu fließen beginnt, wird es noch mehr geben, das folgt. Blossom, oh, davon habe ich noch nie gehört. Föderation des Lichts, mehr noch, in dem Sinne, dass sobald die Welle ausgesandt worden ist, es einen Welleneffekt auf dem Planeten geben wird und auch so, als ob das Loslassen der anfänglichen Welle es dann erlaubt, den Durchbruch, die Freiheit für die dahinter gespeicherte Energie zu durchlaufen. Auch diese Begegnung wird euer Sein mit einer Liebe erfüllen, die ihr vergessen habt. Vergessen, wie sie sich anfühlt. Doch sofort wirst du dich daran erinnern, in dem Augenblick, wenn sie dich berührt, und zwar zu Hause zu sein, dass wir dich lieben, dass wir bei euch sind. Blossom, wunderschön, meine Freunde, in solcher Dankbarkeit, im liebenden Dienst, ich bin. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.